Trolle! Trolle! Überall Trolle! Hallo und herzlich willkommen! Wo sind denn jetzt Trolle? Ja, rechts und links und überall sind... Schon Wahnvorstellungen? Sind Trolle gewesen. Tolle Trolle! Ist doch ganz klar. Den haben wir geschickt übergangen. Also ich habe den abgehängt. Ja, wie so ein Meister, ne? Ja. Meister Magier. Boah, der wackelt. Ist das normal? Was? Das war aber... Ist schon... High-End-Sprung. Ja. Feuerfliegenraum, Tür aufschließen. Ah, den sollten wir doch holen, ne? Für den, für die Missgeburt, Snape. Snape. Oh, oh. Wow. Ah, pass auf. Das sind Trolle. Ja, ja. Wie du sagtest. Ich sagte ja, überall sind Trolle. Du musst die Dinger da klauen. In den Ecken. Welche zuerst? Na, in eine Ecke einfach. Wie groß ist denn die Aggro-Range hier von so einem Troll? Nicht so groß. Also am besten, wenn er da drauf steht, dann kannst du da so in der Mitte herrennen, meine ich. Aber jetzt, renn doch. Rennen! I'm on my way! Diese? Passt doch. Sehr gut. Spannend, oder? Ja, vor allen Dingen, im Film regen sie sich auf, dass ein Troll irgendwie reingekommen ist. Und hier laufen einfach mal 50 Stück rum im Keller. Tja, wie sich das gehört in so einem Trollkeller auch, ne? Wenn die das wüssten, dass es sogar extra Schlafsaal gibt für die. So. Das ist jetzt ja auch eine logistische Meisterleistung. Hm? Eine logistische Meisterleistung. Muss ich jetzt hier vollbringen. Ja, mach. Ja! Oh, Feigling. Ich will da nur nicht getroffen werden. Feiger Potter. Hallo? Kommt er denn? Da, jetzt. Jetzt. Ja, jetzt. Ja. Gewonnen. Genau. Frohes Neues. Guck mal. Ganz ruhig bleiben. Ja. Ja, aber es ist wirklich schwierig. Vor allem hat die Kamera hier gerade übelst gespackt. Guck mal, schon wieder zum Feuerfliegenraum. Wo ist jetzt... Warte mal, dreh dich mal. Drehen. Dreh. Das ist irgendwie eine andere Tür. Ja, und zwei angedeutete Türen hier. Ja. Nehmen wir aber erstmal die Feuerfliegen mit. Nicht immer kommen davon raus. Siehst du? Sind immer aus dem Glas raus. Die sind so schnell, dass sie durchs Glas kommen. Zaubertränke. Ach, guck mal, Hintereingang. Aber ein kleiner Umweg haben wir genommen. Ja, Hauptsache, wir können den Snape... Und den blöden Ringgeist nicht fliegen geben. Ich habe nicht gedacht, dass du so schnell zurückkommen würdest. Ja, haha. Gib mir die Feuerfliegen. Lass mich jetzt in Frieden, Potter. Dein Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste mit Professor Quirrell fängt bald an und... Direkt zum nächsten uns jetzt. Dass wir den richtigen Zauber lernen. Krasse Sache. Ist die Freude groß? Ja. Ich drück schon mal alle Knöpfe gleichzeitig hier. Ich würde sagen. Dann kriegen wir bestimmt den Zauber, womit wir diese Plattformen da, die so unsichtbar waren. Ja, stimmt. Da könnte man dann mit Sicherheit drauf. Ja. Ist dann auch bestimmt hier, ne? Ja. Sieht gut aus. Ja. Das ist schon richtig hochgradiger Unterricht hier. Ach ja, ein Wettrennen gibt's ja wieder. Da sind auch noch Bohnen. Siehst du da an der Seite? Darf ich erst durchlaufen? Du musst die Bohnen mitnehmen. Muss ich? Natürlich. Oh. Aber wenn ich zu spät... Beobachte doch erstmal die Bücher da. Ja. Was tun die denn? Still werden sie. Ja, super. Super. Einfach super. Ja, du hast ziemlich viel Zeit, finde ich. Guck mal. Na gut, aber trotzdem. Erstmal eine Bohne. Ja, ja. Ich muss ja hinterher sowieso irgendwie stimmen. Falle ich wieder runter. Bisschen mehr Selbstbewusstsein hier. Aha. Das in der Mitte, das bleibt aber ziemlich lang. Reicht das wohl? Wenn ich von der Mitte aus hüpfe, auf den Vorsprung da links? Nö. Ja, genau, das kannst du schon mal machen.
Tu es. Boah. Boah, das war 7, nicht knapp. Stark, ganz starke Lösung. Spannungsbogen war hoch. Ja, Akt 2, ne? Oder was auch immer. Wo wird die Spannung aufgebaut, in welchem Akt? Ja. So viel dazu. Ja, der Spannungsbogen wird ja immer aber so. Wenn das, wenn das jetzt nur der eine Raum ist, dann... Aber bestimmt nicht, oder? Kommt bestimmt noch ein Raum mit 3 Millionen Büchern. Ich hoffe nicht. Nur Bücher ist ja okay, aber... Ja, schon. Sogar? Jawohl. Die dunkle Künste hier am Werk. Wenn wir das Licht ausmachen würden, vielleicht. Ach guck mal, und noch mehr Boden. Oh nein. Ach guck mal, das ist ja eigentlich relativ zu machen, oder? Ich lasse sie runterfallen, ist einer runtergefallen. Echt? Ja. Aber ich muss sie auf dem Boden eh noch. Ja. Wow, 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 wow. Oh, die Zeit, die Zeit. Vor allem ist die Musik wieder schon voll stressig und voll schnell, obwohl man echt eigentlich noch relativ viel Zeit hat, finde ich. Ja, es geht auch. Das macht einen schon nervös. Ja. Das ist ein Psychoterror hier. Ja, es ist halt Harry Potter, ne? Oh nein! Nein! Das könnte... Da hinten steht irgendein Lehrer. Mhm. Was ist denn, was muss ich denn hier tun jetzt? Ja, das wird nichts. Hä? Ich hätte so ein bisschen gewartet. Ja, aber der kommt doch nicht näher. Ja, das kommt doch jetzt. Nein! Das ist versaut. Jetzt sind sie wieder da vorne. Ja. Achso. Hab ich verkackt. Ja. Wieder Punktabzug. Ja, du hattest auch 5 Punkte Punktabzug vorhin. Ich meine, das ist mich damit nicht mehr alleine. Ja, ey, kann man doch nicht ahnen, dass das jetzt hier nicht klappt, dass man erst warten muss, bis das vorne hält. Ja. Ja. Das ja, lass dir Zeit. Das funktioniert ja nicht, wenn das Buch hätten. Ja. Das reicht doch nicht. Das andere nicht? Ja. Ach. Nein! Ach, scheißen knapp doch noch. Nein! Wärst du doch nicht zu früh gesprungen einmal, hättest du es geschafft. Ja, ich hab gedacht, das reicht. Tut mir leid. Aber ich muss jetzt gleich 5 Strafpunkte geben. Traurig. So gewinnen wir nie den Hauspokal. Aber das lohnt sich nicht, das zu wiederholen, ne? Nein, lohnt sich echt nicht. Okay, gibt keine Bonuspunkte. Seht euch um, meine Schüler. Ich das ist ja nicht nervig oder so. Nein. Professor Quirrell und ich unterrichte Verteidigung gegen die dunklen. Weil es ist ja jetzt nicht lustig, ne, eigentlich. So ein Sprachfehler. Heute. Oh nein. Nein. Zauber. Verdemilius. Verdemilius, ne, ganz ehrlich. Mach dich bereit. Das war gut. Aha. Hervorragend. Nicht schlecht. Perfekt. Ja? Ich bin etwas enttäuscht, dass ich nicht lachen konnte. Ja, also... Muss ich sagen. Bitte. Es ist wirklich... Es wird schwerer, es wird schwerer, es wird schwerer. Schauen wir erstmal. Das war ja, gut. Ein Fall, ne? Ja, ja. Es sind sogar schon 5 hier. Hervorragend. Viel schwieriger, wenn man sich die hätte merken müssen. Perfekt! Aber ich hab's perfekt gemeistert. Sei bei diesem... Oh, ach, noch einer. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Kommt 10 Stück, kommen da. Wenigstens einmal. Aber der war auch richtig schnell gerade am Anfang. Ja. Das war gut! Da kann ich ja überhaupt nichts für. Das klappt ja hier. Hervorragend! Weil schwer ist das jetzt nicht unbedingt. Perfekt. Perfekt. Lag einfach nur daran, dass er so am Anfang gesponnen hat. Ja. Einzeln den Raum betreten. Raum. Verdemilius Zauber zu praktizieren. Praktizieren ist ein bisschen. Nun wollen wir mal sehen.
Harry. Wie dich gegen die... Hat sie erschrocken. Harry! Verteidigst. Richte zunächst den Verdimilius-Zauber gegen die Dunkelheit. Das ist schon irgendwie lustig. Ja, leider schon. Wenn die Milius-Zauber aufleuchtet, die Dunkelheit verdrängt und den Weg mit Licht ausfüllt. Beeile dich, diesem Weg zu folgen, da der Zauber die Dunkelheit nur für eine... Ist immer bei der Dunkelheit, ne? Ja, die kann er nicht abhaben. Ja, die ist ja auch ziemlich gruselig. Viel Glück, junger Zauber. Und da möchte ich mal meinen... Er stottert ja nicht nur, sondern betont auch immer so schön. Aber man möchte meinen... Hm? Jetzt habe ich meinen Satz vergessen. Toll. Man möchte meinen, ja. Ich meine auch immer sehr viel. Ja. Schnell! Vor die Dunkelheit, wer die Oberhand gewinnt. Ja. Ein Spiel mit der Zeit. Voll. Guck an. 5 Punkte. Ja, habe ich ja auch damals gemacht bei Sprout. Ja. Und unseren Lieblingszauber, den Incendio. Der war echt für den Arsch. Da war das ja eher ein Kinderspiel. Ja. Harry, ich habe schon eine Ewigkeit gewartet. Jetzt geht's los. Du dich nach dem, was Dumbledore gesagt hat, Schüler hätten im Oberschloss nichts zu suchen? Dort muss der gestohlene Gegenstand versteckt sein. Wir teilen uns auf und suchen nach einem Weg, der dort hinaufführt. Viel Glück, Harry. Woher weiß sie das denn schon wieder? Samide. Aber das müssen wir uns nicht fragen, glaube ich. Aber für ein Date war das ziemlich mager. Ja, ich habe jetzt extra die Latex-Unterwäsche angezogen. Ja. Oberschloss? Ist ein Zaubermantel, ja, das ist der Oberschloss. Bestimmt. Aber wir können da unten jetzt her. Du kannst da gerne mal reingehen. Yay! Yeah. Ach ja, stimmt. Wir können ja hier jetzt... Tricks mal. Ich trickse. Hätten sie auch Boden? 2 Türen haben wir hier. Verdimilius. Muss ich extra runter? Oh, geht da direkt fix ran. Ja. Ach, legst die Boden schon mal. Ja, ach, willst du mal speichern? Oh, haben wir schon lange nicht mehr. Ich kann mich gar nicht mehr entsinnen, dass wir überhaupt gespeichert haben, diesen Spiel. Letzte Woche Mittwoch? Kann hinkommen, ne? Kann hinkommen. Ja. Was für Tag ist denn heute? Abends. 23 Uhr. 23. Oder 66. Ja. Wenn wir schon hier an der AB. Wenn heute schon der 33.14. ist. Dann kann auch alles, ist alles möglich hier. 4007. Im Jahre 4007. Ich schätze, im Jahre 4007 werden immer noch Kinder sich an diesem Spiel erfreuen. Und in die zauberhafte Welt von Harry Potter eintauchen können. Ja. Meinst du nicht? Wer weiß, wie viele... Hä? Rüber da! Rüber! Hä? Wieso hat das denn, wieso war das denn jetzt so schnell weg? Weiß ich nicht, aber... Das hat ja gerade zum Beispiel locker geklappt. Ich glaube, wir quatschen zu viel. Oder dann wäre der Minus war einfach scheiße. Meiner? Ja. Aber habe ich doch... perfekt gelöst hier. Ja. Konzentrier dich. Rüber. Meinst du das? Nee. Ich muss noch höher. Ich muss einen höher. Ja. Aber das halt nicht so... Verdimilius! Da festhalten, langsam hochziehen, das kostet Zeit. Ja, das habe ich auch nicht mit Absicht gemacht. Nicht? Nee. Mit voller Absicht war das. So in der Art, ja. Sieht schon besser aus. Perfekt. Aber jetzt kann man die Tür hin, oder was? Ja, klar. Ja. Tür öffnen. Gehen Sie rein. Können Sie rauskicken. Oh. Sieht sehr verwinkelt aus, sehr mystisch. Sind wir schon in der Winkelgasse? Das ist ein Winkel, ich glaube schon. Da oben. Und da auch. Yeah, 2 Geheimnisse. 2 fette Geheimnisse? Mhm. Das können nur eine Sammelkarte sein, oder? Ich hoffe so. Wir haben schon lange keine bekommen, oder? Nee. Die letzte war bei der Katze. Ja. Hallo, Harry. Oh nein. Hallo. Du hast doch ein wenig Spaß. Ich möchte keinen Spaß. Die Kessel mit Hilfe der Zweiche. Ich bin zurückflugs. Ich muss jetzt wieder irgendwie sowas Schwieriges machen, ne?
Pass auf da, Zeitlimit, Roste, trapiert. Ja. Was ist eigentlich die Mehrzahl von Troll? Trollies. Trollies? Kurs. Wir sind da drauf. Ja, ja, ja. So? Das ist eigentlich genau was für dich. Das war bestimmt schon falsch. Sieht eigentlich relativ ordentlich aus. In der Schwierigkeit. Ja? Den zur Seite so. Da? Ja, ja. Also das ist gut machbar. Ja. Geht, ne? Ja. Guck mal. Aber es ist bestimmt noch schwieriger. Ich habe schon gedacht, es hapert jetzt hier. Patz! Wunderbar, Harry! Yeah. Du hast es geschafft! Du hast es geschafft! Hast du schon gespoilert hier? Von Trevor gespielt? Anscheinend. Ja, ich habe wieder eine Karte rangeholt. Gibt nichts zu meckern hier. Wer hast du denn da? Littlefoot. Littlefoot. Ja. Bowman, ja. Ja, ich hab's vergessen. Dann pst, jetzt. Ich will's hören. Nein, aber der Ladebalken muss auch noch irgendwie überredet werden. Pst, jetzt. Pst. Bowman Wright. 1492 bis 1560. Entwickelte den goldenen Schnatz. Aber wir sind schon fast am Ziel. Wir haben fast alle Sammelkarten eingesammelt. Ja, wir sind auch am Ziel der heutigen Folge. Ja, ist jetzt schon soweit. Ja, aber hast du gut gemacht. Hm? Ich habe zwar 5 Strafpunkte kassiert, aber gut. Ja, das sehe ich mal drüber hinweg. Ja, wunderbar. Und dann euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Von mir auch. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.